Wer bereits langes Haar hat, weiß, wie entscheidend das richtige Haarstyling für gesundes und volles Haar ist. Beim alltäglichen Haarstyling schleichen sich allerdings kleine Gewohnheiten ein, die dem Haar eher schaden, als es zu schonen. Um genau das zu verhindern, möchte ich Ihnen heute einige Punkte mit auf den Weg geben. Rubbeln Sie sich das Haar vor dem Haartrocknen niemals trocken. Drücken Sie stattdessen das Wasser vorsichtig heraus. Wenn Sie nun mit dem Dyson Supersonic das Haar trocknen, sollten Sie Folgendes beachten. Wir trocknen das Haar immer vom Haaransatz bis zu den Haarspitzen. Das schließt die Schuppenschicht und sorgt für stabileres und glänzenderes Haar. Der nächste Schritt wird für alle ein wenig lästig sein, bei denen es immer etwas schneller gehen soll, nämlich das Haar in Partien aufteilen. Aber wer mit Partien arbeitet, sorgt letztlich für ein saubereres und auch schnelleres Ergebnis. Also, legen Sie sich immer ein paar Haarklammern bereit und eignen Sie sich eine neue Routine an. Wer einen eher glatten Look bevorzugt, sollte beim Supersonic eine Paddelbürste mit zur Hand nehmen. Wer eher einen voluminösen Look möchte, wie man ihn auch vom Friseur kennt, kann es auch mal mit der Rundbürste versuchen. Das braucht zwar etwas Übung, lohnt sich aber auf jeden Fall. Beim Dyson Airwrap ist ein anderer Punkt besonders wichtig. Und zwar arbeiten Sie nicht hektisch. Das ist gerade wichtig beim Lockenaufsatz, weil man hier sicherstellen muss, dass die Haarspitzen sich erst um den Aufsatz gelegt haben, bevor wir sie zum Ansatz führen. Also lieber ruhig und gründlich arbeiten, als zu schnell und sich dann über das Ergebnis zu ärgern. Wichtig ist auch, dass wir hier wieder mit Partien arbeiten, uns von hinten nach vorne durcharbeiten und am Ende einer jeden Partie mit der Kaltluftstufe das Haar fixieren. Das machen wir einfach, indem wir diesen Knopf hochdrücken. Beim Supersonic finden Sie die Kaltluftstufe übrigens hier. Hier gilt auch, nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie das Haar kühl werden und es gilt, wer das Haar länger kühlt, hat am Ergebnis auch länger etwas, woran er sich freuen kann. Beim Dyson Curl, also unserem Glätteisen, gilt es etwas anderes zu beachten. Hier ist ganz entscheidend, dass das Haar auch wirklich trocken ist. Arbeiten Sie hier gerne mit dem Supersonic vor oder etwa der Glättungsbürste des Airwraps. Das hat beispielsweise auch bei sehr starken Locken den Vorteil, dass das Haar so automatisch schon vorgeglättet wird. Außerdem ist beim Curl ein Hitzeschutz unerlässlich. Er bietet eine Barriere zwischen dem Glätteisen und Ihrem Haar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie mir die gerne in die Kommentare oder wenden Sie sich an einen unserer Dyson-Experten unter dyson.de. Alles Gute und bis dahin.